Man muss davon ausgehen, dass die Infektionszahlen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen weiter ansteigen werden. Es gibt Experten, die sagen voraus, dass wir bald schon bei einem Level von 10.000 bis 12.000 Infektionen an einem einzigen Tag sein könnten. Flatten the curve, das war das große Stichwort ganz am Anfang der Pandemie. Ein Thema, das viele Wissenschaftler, das viele Politiker, viele Ärzte umtreibt. Denn es gibt so ein bisschen die Sorge, sollten die Infektionszahlen nicht sinken und eher steigen, und danach sieht es ja momentan aus, dass wir vielleicht dann doch in eine Situation kommen könnten, wo die Kapazität der Intensivbetten an die Grenze kommen könnte. Und das ist natürlich eine Sache, die man vermeiden möchte. Einen flächendeckenden Lockdown in der Form, wie wir ihn am Anfang der Pandemie hatten, den wird es, denke ich, in dieser Form nicht mehr geben. Das gibt einfach auch das lokale Infektionsgeschehen nicht her. Wenn man sich die 7-Tage-Inzidenz in manchen Landkreisen, in Sachsen-Anhalt beispielsweise, anschaut, da ist die im deutlichen einstelligen Bereich. Ganz anders sieht es ja vor allem auch in Großstädten aus, wie Berlin, aber auch in Frankfurt. Da sind die Werte deutlich erhöht. Ein großes Problem weiterhin sind die privaten Feier. Erst heute haben wir es wieder gehört, eine Hochzeit im Saarland, 230 Menschen da aktuell in der Quarantäne. Ich denke, es wird in den nächsten Tagen und Wochen vor allem auf jeden Einzelnen ganz genau ankommen, mit dieser Situation, mit dieser Pandemie sehr verantwortungsbewusst umzugehen.